Nachdem die erste British Airways Sonderlackierung zum 100-jährigen Bestehen der zivilen Luftfahrt in Großbritannien wirklich ziemlich gut angekommen ist und auch für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, das war die Boeing 747-400 in den BOAC-Farben, da wurden jetzt die nächsten beiden Retro-Lackierungen bekannt gegeben, die es schon bald bei British Airways zu sehen gibt, und die schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Es ist gerade mal anderthalb Wochen her, da hat British Airways die Boeing 747-400 in den Farben der British Overseas Airways Corporation vorgestellt. Da haben viele lange darauf gewartet und die Fluggesellschaft scheint mit dieser Sonderlackierung, mit dieser Retro-Lackierung auch wirklich den Nerv der Leute getroffen zu haben. Das scheint wirklich vielen zu gefallen und man hat ja auch schon ewig lange kein Flugzeug mehr in BOAC-Farben gesehen. 1974 ging diese Fluggesellschaft in der British Airways auf, so wie wir die heute kennen, und damit war sie quasi der direkte Vorgänger der British Airways Langstrecke, vor allem in Richtung Amerika. Ab 1971 war BOAC mit ihrer 747-100 in genau dieser Bemalung vor allem auf der Strecke von London nach New York unterwegs. Und damit hat man jetzt schon einen ganz wichtigen und ganz besonderen Grundstein der British Airways Geschichte wieder zurück ins Leben geholt. Wir können uns also schon mal merken, 1974 wurde aus der British Overseas Airways Corporation British Airways, aber das ist natürlich nicht einfach so, sondern man hat da die beiden Fluggesellschaften BOAC und die damalige British European Airways, kurz BEA, zusammengelegt. Und damit haben wir direkt auch mal die zweite Retro-Lackierung. British European Airways gab es von 1946 bis halt eben 1974, da wo man aus zwei Fluggesellschaften eine gemacht hat, die heutige British Airways. Vorher war die Fluggesellschaft BEA damit beschäftigt, Europa mit London zu verbinden. Und das tat man ziemlich gut. So Mitte der 1960er Jahre hatte man etwas mehr als 4 Millionen Passagiere pro Jahr. Das war ein ziemlich guter Wert für die damalige Zeit. Und damit war diese Fluggesellschaft zu der Zeit auch direkt mal eine der größten Fluggesellschaften in ganz Europa. Also die zweite Retro-Lackierung wird jetzt diese BEA-Lackierung. Damit holt man die beiden direkten Vorgänger der British Airways zurück. Und eine BEA-Lackierung passt jetzt natürlich nicht auf irgendeine 747 oder auf einen A380, sondern sie passt auf das Flugzeug, das eben heute bei der British Airways damit beschäftigt ist, London mit Europa zu verbinden. Und das sind bei den Briten mittlerweile auch Flugzeuge aus der A320-Familie. Also diese alte BEA-Lackierung, die kommt auf einen Airbus A319. Dieser Flieger befindet sich zum aktuellen Zeitpunkt noch zum Lackieren in Irland, wird aber höchstwahrscheinlich schon in den nächsten Tagen fertig und deswegen auch höchstwahrscheinlich schon uns in den nächsten Tagen präsentiert. Die British European Airways hatte in ihrem letzten Jahr, also von 1973 aufs Jahr 1974, etwas mehr als 8 Millionen Passagiere und eine ziemlich beachtliche und beeindruckende Flotte und auch interessante Flotte mit zum Beispiel Boeing 707 und Lockheed TriStar oder auch BAC 111, also mit Flugzeugen, die man kurz danach auch dann in der British Airways Lackierung gesehen hat. Die Besonderheit war damals bei diesen Flugzeugen, dass die oben und unten rot lackierte Tragflächen hatten. Das sieht natürlich ziemlich speziell aus, ist aber nach heutigen Regularien für eine Fluggesellschaft wie zum Beispiel British Airways so ohne weiteres nicht mehr möglich. Deswegen bleiben die Tragflächen des A319 leider grau. Ansonsten bekommt er eine unveränderte Lackierung der BEA aus den 60er Jahren. Das dann aber leider auch nur bis zum Jahr 2020, also nur noch bis nächstes Jahr, denn die A319-Flotte der British Airways geht langsam aber sicher im Schnitt auf die 18 Jahre zu. Und da werden jetzt Stück für Stück schon Maschinen ausgeflottet. Das Flugzeug, was jetzt hier diese Retro-Lackierung bekommt, das ist der Flieger mit den letzten beiden Buchstaben Papa Juliet in der Registrierung. Der Flieger, der wird nächstes Jahr 20 Jahre alt und wird dann die British Airways verlassen. Aber vorher, für sein letztes Jahr bei British Airways, bekommt er halt eben nochmal diese BEA Sonderlackierung. Gut, und dann sind wir schon bei der dritten Retro-Lackierung, die kommt wieder auf eine Boeing 747. Und zwar ist das dann eine British Airways-Lackierung, die es von 1984 bis kurz nach der Jahrtausendwende gab. Das ist die letzte British Airways Lackierung, die so aussieht, als hätte man nur ein Geodreieck zum Zeichnen gehabt, aber da kam man noch ohne irgendwelche schwungvollen Details aus und das ist eine sehr schöne Lackierung. Und es ist die Lackierung, die die ersten 747-400 trugen, die damals Anfang der 90er Jahre zur British Airways kam. Und dazu gehört auch die 747-400 mit den letzten beiden Buchstaben Lima Yankee in der Registrierung. Das wird die 747 sein, die jetzt auch schon in Irland steht und auch schon diese Lackierung bekommt und auch irgendwann im März dann uns vorgestellt wird. Das dauert bei so einer 747 ja dann gerne mal 2 bis 2,5 Wochen, bis so eine komplett neue Retro-Sonderbemalung da drauf ist. Aber das Interessante ist eben daran, dass dieses Flugzeug 1993 zur British Airways kam und da trug sie schon genau diese Lackierung. Das heißt, jetzt nach 25 Jahren bekommt sie genau die Lackierung, die sie damals auch drauf hatte, einfach wieder zurück. Und sie bekommt auch den Namen von damals wieder zurück. Und auch diese Boeing 747-400 wird nach etwa 30 Jahren bei der British Airways im Jahr 2023 ausgemustert. Ist also hier ganz genauso wie bei der 747-400 in der BOAC-Sonderbemalung.
Und British Airways hat jetzt gerade erst vor wenigen Tagen, Ende Februar, angekündigt, dass sie 18 Boeing 777X bestellt haben, um die 747 damit abzulösen. Und eins wollen wir nicht vergessen, mittlerweile steht auch fest, dass es noch mindestens eine weitere Retro-Maschine geben wird. Auch das wird höchstwahrscheinlich wieder eine 747 sein, hat British Airways ja auch noch genug davon. Welche Lackierung die dann aber bekommt, da wird zwar im Moment viel drüber diskutiert, aber British Airways hat da noch nichts offiziell bestätigt. Aber ich denke mal, dass die das jetzt alles recht zeitnah durchgehen werden. So viel erst einmal dazu, da dürfen wir also noch sehr gespannt sein, was da in naher Zukunft noch kommen wird. Und falls ihr es nicht mitbekommen habt, vor wenigen Tagen hat Austrian Airlines auch einen A320 in Retro-Lackierung losgeschickt. Dieser Flieger trägt eine Lackierung aus den 80er Jahren und ich muss sagen, das sieht gar nicht so sehr nach 80er Jahren aus. Da haben die schon was ziemlich Gutes gemacht damals. Das passt auch heute irgendwie noch ziemlich gut. Hätte man auch so lassen können. Gut, ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eure Meinung zu den beiden Retro-Lackierungen, die British Airways da jetzt noch vorstellen wird. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich morgen zu einem neuen Video wieder. Ich freue mich natürlich wie immer über Feedback zum Video und dann lasst es euch gut gehen. Habt noch ein schönes Wochenende und tschüss.